Yo Friends, what's poppin? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Im letzten Video habt ihr gesehen, dass es mir wirklich nicht so gut geht und ich habe diese Nervenzusammenbrüche wirklich immer häufiger. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mit meinem aktuellen Lebensstil, dass es dadurch besser wird. Also ich komme nicht wirklich, wie soll ich das erklären? Meine Leistungen im Fitnessstudio sind nicht mehr so, wie sie früher waren. Also ich habe nicht mehr dieselbe Energie gefühlt. Wenn ich morgens aufstehe, fühle ich mich so, als ob ich nicht geschlafen hätte und eigentlich nochmal 8 Stunden Schlaf gebrauchen könnte. Ich glaube, ich bin manchmal mental einfach ein bisschen zu aufgedreht und kann in dem Moment einfach nicht wirklich reflektieren, was gerade wirklich wichtig ist. Und zum Beispiel sowas wie diese Ernährungsweise, die ich früher hatte, wo ich auch wirklich Meal Prep hatte und Mahlzeiten geplant habe. Das mache ich jetzt schon seit 3 Jahren nicht mehr, glaube ich. Und ich glaube, das ist für den Körper wirklich sehr gut, weil du halt dauerhaft alle paar Stunden mit Nährstoffen versorgt wirst. Und ich glaube, allein schon, wenn du vergisst, zum Mittag zu essen oder zu spät zum Mittag isst, dann kommst du halt irgendwann in dieses ich kann nicht mehr rein und in dieses ich bin kaputt. Aber natürlich bist du kaputt, weil du deinen Körper einfach zu lange nicht mit den richtigen Nährstoffen versorgt hast. Und deswegen rein physiologisch sollte es dir schon nicht gut gehen. Natürlich ist es dann schwerer für die Psyche, wenn es dem Körper schon nicht gut geht, klarzukommen. Ja, ich bin auch weit davon entfernt, aktuell perfekt zu sein. Ich habe früher schon Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die schon perfekt waren, meiner Meinung nach. Und ich mich einfach davon abbringen lassen habe, von diesen Verhaltensweisen. Und ein bisschen entspannter geworden bin, sag ich mal. Es war natürlich auch sehr viel Stress früher, das möchte ich natürlich nicht vorweghalten. Also ich habe mich halt dauerhaft auf einem Energielevel gehalten, was eigentlich nicht so alltagsfähig ist und tragbar ist. Also was sollte man am besten machen, wenn man sich in so einem Zustand befindet? Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Über das Wort, ich habe auch Videos angeschaut, wo Depressionen sehr ausführlich erklärt wurden. Und es wird da auch erklärt, dass in dem Wort depressed schon das, die beiden Wörter, dass du deep rest brauchst, also tiefe Erholung. Und dein Körper einfach viel zu lange ausgelastet wurde und einfach nicht auf ihn gehört wurde. Ich habe auch letztens, als ich so ein bisschen in meinem Bett meditiert habe, so ein bisschen mit meinem inneren Kind gesprochen letztens. Und das war wirklich sehr traurig, weil ich habe nur so in meinem Kopf gehört, wieso sperrst du mich ein? Wieso lässt du mich nicht raus? Und ja, so fühle ich mich im Inneren wirklich. Also aktuell in... Yo! So, ja, Friends, heute ist Sonntag und heute ist wirklich ein sehr schöner Tag. Es ist zwar sehr kalt noch, aber es ist sehr schön heute. Ich bin hier in meiner Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Sehr schön hier auf jeden Fall. Sehr idyllisch und ruhig. Ich finde, da wo ich wohne, kann ich sehr schwer so meine Ruhe finden, meine Mitte finden und hier fällt es mir wesentlich einfacher, auch mal runterzuschalten und zu entspannen. Ist wirklich sehr, sehr schön hier so. Ich freue mich schon, wenn es wärmer wird, dass man dann mal öfter wieder rausgeht und sich ein bisschen im Freien bewegt und nicht nur in seiner Wohnung festhängt und nichts macht den ganzen Tag. Ab und zu zum Sport gehen, aber das ist schon was ganz anderes. Friends, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ich spiele jetzt noch ein bisschen weiter. Let's go. Um ganz ehrlich zu sein mit euch, habe ich auch sehr häufig solche Momente, in denen ich weinen möchte. Also einfach nur diesen Schmerz loswerden, den ich in mir habe irgendwie. Ich mache das dann über Sport, dann fange ich an Sport zu machen oder über Meditation irgendwie so ein bisschen oder Atemtechniken. Ich bin auch noch nicht der Beste darin, den aktuellen Zustand zu kontrollieren. Aber ich
gebe mein Bestes und hoffe, dass es besser wird. Aktuell geht es unserer Welt auch gar nicht gut. Ich habe mich die letzten Tage auch ein bisschen mit den Medien beschäftigt und kaum zu glauben, was hier passiert. Ich habe als Kind immer gedacht, dass im besten Fall gar kein Krieg mehr herrschen sollte, dass sowas noch möglich war oder ist im Jahr 2022, ist wirklich sehr, sehr heftig. Ich glaube, es geht vielen Leuten gerade so ähnlich wie mir. Ich bin ja nicht blind, wenn ich auf die Straße gehe. Ich sehe ja auch, dass es vielen Menschen ähnlich geht. Und deswegen schäme ich mich auch teilweise ein bisschen für meine Probleme und vergesse sie und verdränge sie dann auch einfach, weil es gibt so viele Probleme da draußen und dann fühlt man sich so ein bisschen, ach, was ist das schon? Was ist das für ein Problem, was ich hier gerade vor mir herschiebe? Ja. Ich glaube, das war ein sehr interessanter Talk gerade und ich konnte mich gerade gut öffnen auf jeden Fall. Ich hoffe, das kam auch so rüber. Vielleicht gehe ich jetzt noch Basketball spielen. Vielleicht auch nicht. Das entscheide ich dann jetzt noch. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.